Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Rage. Und wir sind noch in der Raffinerie, wo wir das letzte Mal gestorben sind. Und wo ich auch nicht wusste oder weiß, wie wir hier durchkommen. Also ich vermute mal, wir müssen hier so lange ausharren, bis wir alle Gegner getötet haben. Alter. Und müssen hier halt wirklich im Kreis... Oh. So, du bist Geschichte. Okay, 10 Schuss nur noch. Oh, scheiße. Patsch. Tot. Ja, schön für dich. Also wir müssen... Alter. Wo sind die denn alle? Immer in Bewegung bleiben, immer in Bewegung bleiben, immer in Bewegung bleiben. Okay. Das wird ein Festschmaus, Mist. Ist da nix da? Nein. Wow. Okay, den kriegen wir auch, oder? Zack, ein Schuss. Wow, Alter. Wo ist es? Nicht getroffen. Nein. Oh, die Vieh ist aufgeladen. Tot. Scheiße. Tot. Oh, das war Glück. Alter, jetzt geht hier richtig die Luzi ab. Zack, erledigt. Was? Nein. Jetzt kommt bestimmt so ein Fetten. Bestimmt. Jawohl. Oh, scheiße. Kannst du vergessen, Alter. Wow, da spritzt die Suppe. Alter, ich spreng dich in die Luft. Jawohl. Tschüss. Wow, das sind schon... Alter, was hält denn der aus? Alter Schwede. Okay, wir haben ihn. Wir haben ihn. Alter, wir haben es geschafft. Ich glaub's gar nicht. Ich glaub es nicht. So, dann hätten wir das auf jeden Fall schon mal erledigt. Was? Schießt hier jemand auf uns oder fliegt hier alles in die Luft? Okay, wir sammeln erstmal ein. Stahlmunition. Okay, haben wir. Ja, 31 Schuss ist schon mal gar nicht so schlecht. Okay. Ist die Frage, ist da draußen jetzt noch was oder explodiert hier alles? Okay, wir gehen einfach runter. Yippie, Schweinebacke, willkommen! Okay. So, was haben wir hier? Oh, Muni. Raketen. Farbtopf. Stofflappen. Ah, da können wir uns, ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn wir die Rezepte haben, die Sachen selber basteln. Beziehungsweise craften. Das finde ich gut. Okay, dann haben wir die Aufgabe. Entschuldigung. Weil das finde ich dann gar nicht so gut. Okay. So. Weiter geht's im Text. Schwubbelibubbelibub. Jetzt müssen wir ganz nach unten irgendwie wieder. Ah, wir müssen jetzt hier raus. Und da müssen wir mal gucken, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Gute Frage, nächste Frage. Wir gehen jetzt erstmal hier runter. Hier scheint ja keiner mehr zu sein. Oder? Ja, ich höre nichts auf jeden Fall. Ich glaube, ist da nicht der Ausgang? Dann gehen wir jetzt einfach da mal hin. Ja, genau. Das Ödland betreten. Dann gucken wir doch mal eben. Und werden uns jetzt vielleicht die nächsten Aufträge an Land ziehen. Überlebenstipp. Ja, da ist unser... Okay, Auftrag momentan gesperrt. Bevor du dich mit Sarah treffen kannst, muss Wellspring für dich zugänglich sein. Nimm zusätzliche Aufträge an, um dir neue Möglichkeiten im Ödland zu eröffnen. Okay. Wir müssen erst noch ein paar Sachen... Fahren nach Westen zur Outrigger-Siedlung. Okay. Oh, aua. Oh, so weit. Nee, so weit können wir gar nicht fahren. Guck mal, Jungs. Wir können hier direkt um die Ecke. Aha. Okay. Dann gehen wir da einfach mal rein, oder? No trespassing. Yes, yes. Aha. Der Stanley Express sucht immer Fahrer, die. Okay. Ja. Okay, dann gehen wir hier mal rein und gucken mal, was die... Hab zu tun, Kollege. Wenn du was brauchst, versuch's später nochmal. Vielleicht kann ich helfen. Suchst du Richter? Er ist da oben. Okay.
Okay. Wenn ihr das sagt, dann machen wir das mal. Irgendwie ist der Ton ein bisschen versetzt, glaube ich. Wenn du was Geschäftliches besprechen willst, gehst du rückwärts. Ja, okay, das sage ich. Aha. Okay, irgendwie ist Bild und Ton versetzt. Wie geht denn das? Ja gut, nicht so schlimm. Wir wissen ja, was hier los ist. Brauchst du was, Fremder? Ja. Dan hat sich also wieder mal Ärger aufgehalst. Tja, die Liste muss Janice sich mal ansehen. Geh schon, sie ist da oben. Gib ihr die Nachricht. Mhm. Aber danach komm gleich zurück. Ich hab da was, das dich interessieren könnte. Okay, der quatscht immer noch. Wohin denn? Ah, er ist aus dem Weg gegangen. So, dann können wir jetzt hier weitergehen. Du musst einer von Dans neuen Jungs sein. Ja. Was brauchst du denn? Einiges davon muss ich erst besorgen, aber du weißt ja, wie es hier läuft. Eine Hand wäscht die andere, okay? Seit ein paar Tagen ist Juno spurlos verschwunden. Einer unserer Jungs. Ich fange langsam an, mir Sorgen zu machen. Wie wär's, wenn du dich nach ihm umsiehst, während ich dein Zeug zusammensuche? Wenn du auch nur die geringste Spur von ihm findest, schenke ich dir mein Rezept für Heilbandagen. Würdest du dir Glück? Hoffentlich geht es ihm gut. Okay, dann nehmen wir das mal an. Ja, sie quatscht immer noch. Wir sollen zum Funkturm im Nordosten fahren. Und hey, Juno. Alter, deine Waffe da wird dir keine besonders große Hilfe sein. Mhm. Ich könnte dir was Besseres besorgen. Hilf uns. Dann gebe ich dir eine richtige Wumme. Ja, wir machen das. Unser Funkturm auf dem Hügel funktioniert nicht mehr. Jemand muss ihn reparieren. Oh, wahrscheinlich nur falsch justiert. Reparier ihn, dann schenke ich dir eine Schrotflinte. Abgemacht? Viel Glück. Dürfte kein Problem für dich sein. Okay. Machen wir doch mal das. Geh mal aus dem Weg, Alter, sonst geht das hier nicht. Danke. Gut, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Wir haben also zwei neue Aufträge. Einmal sollen wir Juno finden oder nach Hinweisen suchen. Und den Funkturm wieder ans Laufen bringen. Das bringt uns auf jeden Fall schon mal eine neue Wumme ein. Okay, Wumme können wir immer gebrauchen. So, wo müssen wir hin? Wir schauen mal, wo müssen wir hinfahren? Also eine neue Wumme wäre... Oh, wir müssen hier Riesenstrecken zurück. Warte mal, hä? Halt. Riesenstrecken zurücklegen mit unserem kleinen Buggy hier oder mit dem kleinen Quatti. Mhm, hier rein. Okay, gucken wir mal, wo wir hin müssen. Ich glaube, hier rein müssen wir, ne? Nee, da geht's nicht weiter. Warte mal. Nee. Im Blick. Achso, wir sind, glaube ich, falsch abgebogen. Gehen wir raus hier. Ah, hier bei den Pöller müssen wir rein. Genau, hier ist so ein schmaler, kleiner... Oh, shit. Wasted Territorium. Okay, mal gucken, was hier auf uns wartet. Wird bestimmt nicht ganz so lustig werden. Okay, schön aufpassen. Sollten wir auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal weiter. Wo müssen wir denn jetzt hin? Alter, hä? Falsche Richtung. Nee, darüber. Sind wir da nicht... Hä? Hä? Ach so. Nee, da hoch. Da hoch geht's auch nicht. So weit können wir nicht springen und wir sind leider nicht Spider-Man. Sonst hätten wir uns da hochziehen können mit unseren Fäden. Ach so, darüber müssen wir. Okay, dann schön aufpassen. Alles easy hier. Mhm. Da scheint auf jeden Fall jemand zu sein. Ich hab was gehört. Oh, da sind sie. Du gehörst hier nicht hin. Volle Deckung. So, den haben wir erledigt. Und du bist auch tot. Du bist Geschichte. Okay, wir nehmen mal besser eine andere Wumme. Jetzt sollten wir hier gut aufpassen. So, was haben wir? Aha, okay. Muni. So, weiter geht's im Text. Oh, da sind welche. Ja, da ist er. So, anvisieren. Komm mal raus da. Komm. Boom, Kopfschuss. Kopfschuss, beide Beine weg. So, da ist noch einer. Hey, hier drüben. Okay, auch erledigt. So, dann können wir hier weiter kraxeln. Alles irgendwie sieht ja richtig cool aus, was sie hier selber zusammengezimmert haben. Meine Herren Gesangsverein.
Aha, okay, hier nicht. Da drüben! Mhm. Okay, den hat's erledigt. Und wir müssen... Wo müssen wir denn hin? Hier rauf, ne? Nee. Aber hier können wir trotzdem eben gucken, ob wir hier noch was finden. Zacka. Okay, und hier ist hier irgendwas. Sieht leider nicht danach aus. Und wir müssen auch... Ach so, wir müssen um die Ecke. Wir müssen einmal um die Ecke rum. Also hier, ja, genau, hier rauf. Okay. Das sieht doch schwer hier danach aus, als wären wir auf dem Weg zum Funkturm. Oder? Ja, wir warten mal ab. Mal gucken, wie viele Gegner hier noch auf uns warten. Bis jetzt hält sich ja noch in Grenzen. So. Okay, ja, das sieht schon danach aus, als müssten wir da irgendwie hoch. Ja, genau. Oh oh. Okay, wir müssen, glaube ich, kraxeln. Unser Zeichen auf der Map oben zeigt uns auch, glaube ich, genau diesen Punkt an. Da wollen wir mal gucken, ob wir das jetzt hier hinkriegen. Okay, jetzt vorsichtig. Ah, Juno. Hier ist aber nichts. Okay. Gucken wir doch mal. Oh, was ist das? Alter, sind die schnell. Zack, erledigt. Kollege, du musst dir mal die Fußnägel schneiden. Du. Oh oh. Wer ist das? Der Tote da? Ist das Juno? Lass uns mal schauen. Ja, Junos Überreste. Gut, den hat's dann, glaube ich, dahin gerafft. Okay, aktiviert die automatische Kalibrierung. Wir müssen also noch den Funkturm wieder ans Laufen bekommen. Schauen wir doch mal eben hier. Lalalala, wo müssen wir denn hin? Hallo? Wo müssen wir hin? Hallo? Wir müssen irgendwie hier hoch, ne? Ja, da hoch. Aber wie kommen wir da hoch? Augenblick, jetzt müssen wir erstmal schauen. Hier ist sonst nichts. Also muss doch irgendwo drin was sein. Haben wir was übersehen? Ja, es scheint so zu sein, als hätten wir irgendwas übersehen, weil darunter geht es nicht. Also muss irgendwas hier drinnen sein, was wir nicht gesehen haben. Hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Nee, da ist zu. Okay, hier hinten. Oh ja, warte mal. Ah, hier geht's weiter. Okay, weiter. Ah, da ist eine Leiter. Okay. So, einmal hoch. Okay, ist ein bisschen schief jetzt, aber das passt schon. Los, komm. Komm, Jung, hoch mit dir. Yippie. Okidoki. Ich glaube, wir haben die Kalibrierung gefunden, oder? Jawohl. Gleite entlang der Zipline nach unten. Mhm. Okay. Ich glaube, wir haben es geschafft, den Funkturm zu aktivieren. Oder auszurichten, eher gesagt. Das heißt, wir müssen jetzt hier runter. Und los geht's. Berichte Richter von deinem Erfolg. Oh, das heißt, wir kriegen eine Schrotflinte. Hat er noch was von erzählt. Da müssen wir jetzt erstmal hier raus, ne? Okay. Stahlmunition. Na, wir nehmen ja nochmal die Wumme hier. Die ist ja auch ganz cool. 99 Schuss im Magazin. Da kann man schon mal ein bisschen was mit reißen. Okay, oh, das kommen wir ja genau da wieder raus, wo wir vorher auch waren, ne? Oh, das ist super. So, dann können wir das hier abgeben. Und... Aha. Warte mal, da ist ja unser kleines Mobil. Unser, hier, Ding, sag mal schnell, unser Fahrzeug. Das nehmen wir auf jeden Fall erstmal mit. So. Und dann gehen wir da nochmal rein und gucken mal, was Rick da dann für uns hat. Du hast es geschafft. Geh zu Richter. Hm. Der Ton ist immer noch versetzt. Tut mir leid, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Hey, du. Bist du Arbeit? Hm. Mach dich vom Acker. Nimm mal die Maske ab, wenn du mit mir sprichst. So, wir gucken es mal. Schlecht, Fremder. Ja.
wusste gar nichts von den Mutanten. Trauen sich selten so weit raus. Hast dich gut geschlagen. Sprich mit Janice. Sie will wissen, was du gefunden hast. Die Wumme sieht ja schon mal geil aus. Huhuhu. Halte RB gedrückt, um die Waffen- und Munitionsauswahl aufzurufen. Ja, das kennen wir ja schon. Geile Wumme. Juno ist tot? Ich wusste ja, dass da was nicht stimmt, aber ich hatte gehofft, er würde wiederkommen. Die Guten sterben immer zu jung. Trotzdem, danke fürs Suchen. Hier sind deine Sachen und ein Rezept für deine eigenen Heilbandagen. Such einfach die Zutaten und mix sie zusammen. Äußerst hilfreich, wenn du mal was abbekommst. Vielen Dank und Hals- und Beinbruch. Okay. Du hast deine erste Bauanleitung erhalten, um sie zu benutzen. Öffne den Bau. Blablo. Okay, wir können uns Bandagen basteln. Dann machen wir noch mal ein paar. 6 im Inventar und 7. Mehr geht nicht. Okidoki. Geil, dann können wir jetzt schon mal Heilmittel selber machen. Bringen die Medikamente zu Dan. Okay, dann gehen wir jetzt zurück. Schwubbelwupp. Ein Tipp noch, bevor du gehst. Ja, Schätzelein, was denn? Diese Hügel wimmeln nur so von Banditenstämmen. Sind die meiste Zeit mit sich selbst beschäftigt. Aber wenn sie dich in ihrem Revier antreffen, bist du erledigt. Pass gut auf dich auf. Mach ich, Schätzelein. Bring diese Medikamente zu Dan. Ja, ich küsse dir die Füße. Er hätte dich nicht geschickt, wenn es nicht dringend ja, wäre. Danke, danke. Danke, mein Schatz. Du hast einen coolen Helm. Supi. So, wir gehen mal zurück wieder zu Dan. Also dürfen wir wieder mit unserem kleinen Mobil fahren da, unserem, was es auch immer darstellen soll, ein Quad oder wie auch immer. Tschüss, Jungs. Mach's gut, Freund. Ja, mach's gut, Junge. Wir machen uns vom Acker. Auf zu Dan. Wumm, jetzt können wir ein bisschen rumheizen hier. So, ja. Cool auf jeden Fall. Fette Reifen hat das Teil, das ist schon mal viel wert. Und ja, jetzt gucken wir mal. Was ist jetzt hier bei Dan zu erledigen? Hager-Territorium. Okay, da sind wir schon. Zum Glück liegt das alles nicht ganz so weit hier auseinander. Wetter ist auch irgendwie kacke. Ziehen Wolken auf, gibt Regen. So, dann wollen wir mal zu Hager fahren. Gehen, nicht fahren. Also wir fahren jetzt erstmal hier in die Garage. Schwubbelibubbelibub. So, Parki Parki. Absteigen. Warte mal, wo war denn der Eingang jetzt hier nochmal? Jetzt muss ich selber nochmal gucken. Ach da. Mal gucken, was er uns denn so mitzuteilen hat. Sehr gut. Scheint die richtige Wahl gewesen zu sein, dich zu retten. Dir kann man vertrauen. Und ich stehe tief in deiner Schuld. Du solltest jetzt mit DR über den Buggy reden. Müsste in der Werkstatt sein. Lass den Buggy reparieren und komm dann wieder. Ich habe noch ein paar Jobs für dich. Lass den Buggy reparieren und komm dann wieder. Ja, das sagst du bereits. Nee, ist klar.